Servus! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Wir konnten glücklicherweise aus unserer Heimatstadt fliehen und sind jetzt in einem anderen Ort, Talmberg, glaube ich, untergekommen. Ich will mir jetzt erstmal angucken, was denn meine Aufgabe ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Der letzte Aufnahmetag ist ein bisschen in der Vergangenheit. Mein Heimatdorf wurde von fremdländischen Söldnern überfallen und viele Bewohner fanden ihren Tod. Ich konnte nicht in die Burg gelangen, bevor die. Ja, also, das kennen wir ja schon. Sprich mit Herrn Robert. Das ist der Mann bei B. Das ist der hier unten wahrscheinlich, ne? Ist das Robert? Ja. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte wir von sollen Vater. Etwas Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog. Achso, geh mit Herrn Robert in die Küche. Okay. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Oh. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Talmberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Das Gefühl, dass der Robert nicht so einverstanden ist damit. Nur so ein Gefühl. Oh. Oh Gott. Essen. Ja, ich muss essen. Essen. Linsenbrei. Los. Und Brötchen. Brötchen. So, gehen wir jetzt ins Inventar und essen erstmal hier. Wo ist denn unser schöner Linsenbrei? Da. Essen. Ah, Hunger geht's besser. Käse. Das ist jetzt alles mit, ne? Durst. Was ist mit Durst? Braten Ente. Nehmen wir auch alles mit. Wann habe ich denn irgendwie dafür angeprangert, weil ich das ganze Essen mitgenommen habe. Band. Entschuldigung. Kann ich denn hier eigentlich noch irgendwas zu trinken mitnehmen? Oder geht's hier rein ums Essen? Oh, die Schloss knacken nicht. Nicht, wenn die Leute sind. Die können wir hier alle sehen. Hallo? Die kann ich auch nicht reden. Okay. So. Ich habe jetzt hier einen minderwertigen Pfeil. Ja. Gebratene Ente. Brötchen, Apfel. Ja, das ist schon ganz gut. Und Käse natürlich. Bin ich hier mal gespannt, ob ich damit was anfangen kann.
Ein ratzig Schwert, ja, das habe ich noch. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Was habe ich denn alles verschwunden? Ich habe doch was gegessen. Hat das nicht gereicht? Naja, wir werden es sehen. So. Hier rein. Oh. Unerlaubtes Betreten. Wenn du dich an Orten aufhältst, an dem du nichts zu suchen hast, wirst du erst einmal nur ermahnt, bevor die Wachen gerufen werden. An bewachten Orten wirst du jedoch sofort festgenommen. Okay. Dann machen wir das lieber mal nicht. Ist nicht ganz so gut. Ah, warte mal. Der Balken hier unten, da füllt sich ja immer weiter. Ich habe jetzt nicht so viel von der Ausdauer gekriegt. Wenn ich jetzt noch mehr esse, ne? Was weiß ich. Hier, so ein Apfel, ne? Mal sehen, ob das was bringt. Und sich hier einfach noch ein Apfel. Ein bisschen. Also bin ich auch tatsächlich immer dazu verdonnert sozusagen auch wirklich regelmäßig zu essen. Mensch, hat der Junge nur. Ein bisschen Käse. Das dürfte jetzt gehen, ne? Okay. Je. Er ist müde. Großer Okay. Gott. Jetzt gerade echt nochmal rausfinden, Ich wo ich muss mich hin muss. hinlegen, bevor ich mich noch zu Tode gähne. Ja. Auf dem Weg. Muss ich hier hin? So. Hätte ich. Hier, wo ich hin muss. Entschuldigung. Okay. Ne, dann muss ich wohl wieder zurückrennen. Hier bin ich scheinbar falsch, Freunde. Gucken. Ob ich hier hinten irgendwo finde, wo ich hin muss. Da war ich ja gerade eben oben drin, ne? Da sollte ich mich nicht aufhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. So, aber ist das, ach, hier drinne vielleicht? Hier rein. Hallo? Das sieht gut aus, oder? Ja. Müdigkeit. Wenn du müde bist, verringern sich allmählich deine Ausdauer und deine Redekunst. Schlafen ist die Lösung. Feuerbetten erkennst du anhand des Symbols auf dem Kompass. Im Bett setze dich mit E auf das Bett und dann bla 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 zum Schlafen. Erstmal Schuhe ausziehen, mein Freund. Das hat uns der Herr Robert gesagt. Aber er wird so laufendlich aus. Nein, er tut's nicht. Aber wie lange müssen wir denn schlafen? Einige Zeit, ne? 12 Stunden sollten wir dann vielleicht noch Möglichkeit schlafen. Dann beginnen wir das Ganze mal. Passiert da was während des... Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du
könntest etwas Wein vertragen. Das alles ist genau Säufer das Richtige, Land. Um einzuschlafen. Hab Dank, Herren. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht... Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Er selber wahrscheinlich auch. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Kurze Zwischenfrage. Was ist eigentlich mit Bianca passiert? Das war doch unsere Freundin, oder ist unsere Freundin. Wo bin ich? ich werde jetzt mal vom Überfall berichten. Vielleicht haben sie ja dann Mitleid und ich kann noch ein bisschen mehr besser leben, als nur auf dem Boden oder so. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Mich unsichtbar machen. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kuhne blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Ich habe mir übers Leben. Herr Ratzig begutachtete das Schwert. Ich habe heimlich mir ein Schwert begutachtete das Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ein riesiges Heer hatte sich versammelt. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Ich sah, wie sie meine Bianca töteten. Das stimmt gar nicht. Sie töteten meine Eltern. So. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle. Gesehen, dass die Bianca getötet hat? Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge. Möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Palmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad in die Burg. Ich brauchte natürlich ein Pferd, das ist ganz klar. Ich brauchte ein Pferd, um nach Palmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht. Wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Kuman gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon.
wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medig von Waldeck. Und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Von Waldeck? Er stürmte die Burg, steckte Priveslavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Welch ein Charmeur! Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Nimm das Essen doch nicht wieder mit. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Möchtest du, wenn die so ein Spiel Probleme mit dem Essen oder dem Hunger haben könnten, dann nimm doch nicht das ganze leckere Essen mit. So war das nie für mich bestimmt. Zieh dir die Schuhe aus, bevor du ins Bett gehst, Junge. Ah. Herr Robert hat's gesagt. Ich bin wirklich ziemlich... Seid? Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling.
Das ist so nie passiert. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Und jetzt beschimpft er ihn noch nicht mal dafür, dass er die Schuhe nicht ausgezogen hat. Also, mein Gott. Heinrich! Oh. Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Okay, erstmal gucken wir, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen. Nimm die Fackel vom Tisch. Yo, die nehme ich mit. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte 1 gedrückt, um deine Fackel zu benutzen. Oder noch besser, nimm einen Trank des Nachtfalken zu dir. Ja, ich glaube, den Trank, den haben wir noch nicht. Hier geht's raus. Wenn ich hier noch irgendwas mitnehme? Nein. Freunde, wir gehen aber erst in der nächsten Folge darüber. Die Folge ist ein bisschen kürzer. Ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil ich nicht weiß, ob ich in den nächsten Tagen viel zum Aufnehmen komme. Wahrscheinlich nicht. Deswegen sind jetzt die Folgen ein kleines bisschen kürzer, aber sie sollen in der gewohnten Reihenfolge bzw. in der gewohnten Turnus kommen. Daher, bitte seid mir nicht böse. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen, auch wenn jetzt die ersten Folgen hier alles ziemlich viel mit der Geschichte ums Spiel zu tun hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir wieder Kingdom Comes Delivery spielen. Nee, Kingdom Come Deliverance. So, ah, mein Gott. Bis dahin. Tschüss.